Hallöchen und willkommen zurück zu Assassin's Creed. In der letzten Folge war Alter ihr so ein bisschen ungeschickt unterwegs. Was auch nicht zuletzt mit meiner Unfähigkeit zu tun hatte. Jetzt wollen wir uns erstmal ein paar Wurfmesser zurückholen. Gott verdamme euch, lasst mich in Ruhe. Ja, ich gehe schon. So, hallo. Ich glaube, das hat geklappt. Ja, hat es. So, und zwar haben wir jede Menge Wachen aufgeschreckt in der letzten Folge. Obwohl ich doch einfach nur zu diesem Aussichtspunkt wollte, der immer noch markiert ist. Auch generell waren wir ziemlich schlecht, was den Kampf angeht. Oh, da hat er sich zur Seite geschwungen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich war schon kurz davor, mich mal wieder fallen zu lassen. Ah, da, ich dachte schon, da wäre eine Wache gewesen, aber da hinten ist eine. Kommen wir darüber? Yeah. Ja, er hat gegriffen, Gott sei Dank. So, siehst du uns? Ja, er hat uns gesehen, uns aber auch direkt wieder vergessen. So, geh mal hoch. Zack. Du machst uns schon mal keinen Ärger mehr hier. So, wo müssen wir denn hin? Auf diesen Turm hier. Ah, okay, okay, okay. Geht schnell! Ich versuche das jetzt mal zu ignorieren, dass wir gesehen werden. Das war, glaube ich, auch gut so. Weil irgendwann müssen wir es doch mal schaffen, diesen scheiß Aussichtspunkt hier zu erreichen. Sehr gut, schnell synchronisieren. Mann, Mann. Immer direkt so viele Wachen am Arsch, wenn irgendwas passiert. Selbst wenn uns geholfen wird und die werden festgehalten, sind immer noch so viele über. Ach, direkt unter uns ist der Heuwagen. Habe ich erst gar nicht gesehen. So. Was haben wir freigeschaltet? Einmal belauschen. Na, das machen wir doch. Das hört sich doch erstmal so bisschen unspektakulär an, aber das brauche ich auch gerade mal nach der letzten Folge. So, mein Mühe in Ruhe dahin spazieren. Niemanden blöd anrempeln. So, findet das Belauschen denn statt hier in diesem Gebäude vielleicht? Muss ich hier vielleicht rein? Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Du nervst. Ja, ich muss in das Gebäude rein. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Ach, lässt die einen dann auch in Ruhe? Okay. Oder war das jetzt Zufall in dem Moment, wo ich umgeschaltet habe? So, wo ist denn hier eine Bank? Da ist. Das war Zufall, weil die nächste kommt auch wieder betteln. Ich bitte euch, nur eine Kleinigkeit. Jetzt lass mich in Ruhe, hör auf zu labern. Ihr setzt euch auf eine Bank in der Nähe und erfassen Sie das Ziel. Ja, das habe ich vor. Und wir hören zu. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind Sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass ihr mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. So, Jubair hält täglich Treffen in der Madrasa ab. Wenn dann wieder Herr Kashami Jackson! Was erzählst du? So, bevor uns hier irgendwer entdeckt, gucken wir in Ruhe auf die Karte. Holen uns den nächsten Aussichtspunkt. Und hoffen, dass wir da möglichst unauffällig schnell untertauchen. Jetzt greif mich bloß nicht an, weil ich euch im Weg stehe. Ich habe nämlich gar keinen Bock auf euch. Bleibt mir stehen, bis ihr vorbei seid.
Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Ja, das ist ja das, was Al-Mualim auch gesagt hat. Unsere Taten haben sich rumgesprochen. Die halten schon langsam Ausschau nach uns. Die Wachen. Eine milde Gabe. Ich stehe hier um eine Warnung zu Goldstücke. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. So. Hier ist mal ein bisschen Ruhe. Hier sind nicht so viele Wachen. Wo ist denn der Turm, auf den wir müssen? Der ist hier. Ich denke mal, da müssen wir wieder erst auf die Mauer. Hatten schon mal so einen Turm, da hat das nämlich gar nicht anders funktioniert. Vom Boden aus hat sich nämlich Altair gar nicht hier festhalten wollen an diesem Fenster. So, dann kletter mal rum. Ja, werden auch schon wieder von Wachen gesehen. Jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. So, wieder ein bisschen hier rum. Ich habe gesagt, du sollst da rum. Geh doch hoch. So, so langsam muss man ein bisschen strenger mit ihm werden. Er macht noch lange nicht mehr das, was er soll. So, hier geht es doch bestimmt weiter, genau. So, an dem Knubbel hältst du dich fest. Richtig, richtig, richtig. Komm. Ach Quatsch, hier geht's nicht weiter. Ach, hier ist der Balken. Hahaha, wir brauchen gar nicht weiter hoch. Sehr gut. Dann können wir nämlich direkt hier synchronisieren. Unser Heuwägelchen, dann stürzt dich mal todesmutig da rein. So, da haben wir auch wieder so einiges freigeschaltet. Taschendiebstahl, eine Befragung und eine Informanten. Fangen wir mit dem Taschendiebstahl an. Ui, lass bloß deine Dinger hier, deine Kübel nicht fallen. Mann, ey. Wähle mal die Faust und hau dem erstmal eine rein hier, bevor der mich in eine Wache. Ja, genau deshalb, bevor der mich in eine Wache schubst. Blöder Idiot. Au. Himmel. So, ich habe mal wieder zum Schwert gegriffen. Da komme ich doch irgendwie besser mit klar. Genau. So. Pack mich noch einmal an. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Ich drück irgendwie immer zu früh. Ich bin zu ungeduldig. So, jetzt war es richtig. Erbärmlich. Gut, hab ich Glück gehabt. So, komm. So. So, du warst der Vorletzte, hoffe ich doch mal. Du rennst weg. Na, dann renn halt. Ja. Was ist jetzt? Kann ich die Befragung trotzdem machen? Setz mich mal unauffällig hier hin. Und guck mal, ob das reicht. Zu weit entfernt. So. Aha, gerade sagen, da muss ich mich schon hinsetzen können. Auch zu weit entfernt. Willst du mich denn verarschen? Aber hier laufen noch die Idioten rum. Wir haben den Ort gefunden. Es ist genau, wie ihr gesagt hattet. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Offen gestanden, ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Bald, mein Freund, bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her!
Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Ja. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. Weit wirst du aber nicht kommen. Was ist euer Begehr? Das war knapp. Gut, dass ich das nicht zu Ende durchgeführt habe. Das Stehlen. So, jetzt habe ich, was ich brauche. Wer ist dafür verantwortlich? Brief, der sagt, dass Jubair sich in einem Garten auffällt. Mann, ey. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Kann man nicht mehr hier in Ruhe die Leute bestehlen oder was? So, da habe ich mich noch mal kurz zu euch gesellen. Vielen lieben Dank. Mann, Mann, Mann. Hier geht's ja echt ab. Nehmen wir den Bürger da unten noch mit. Dann braucht man nämlich in die Ecke hier nicht mehr zurückkommen. Wache! Er hat jemanden umgebracht. Ich habe es gesehen. Hat jemand noch Angst vor mir? Du sollst dich nicht wieder hinsetzen. Das habe ich nicht verdient. Wo kommst du auf einmal hier? Also ist ein Mörder in der Nähe. So geht's hier rein. Da seid ihr. Ja, kommt nur. So weggerempelt, sehr gut. Auf dich draufgesprungen. So, da haben wir den Bürger, den wir wieder retten können. Bitte, so tut doch etwas! Halt doch mal, du Scheiße! Tod den Ungläubigen! Oh Mann! Also irgendwie scheint heute so gar nicht zu klappen. Ich habe auf Attentat gedrückt, auf Angreifen und er macht überhaupt nichts. Er spaziert da einfach durch, Alter, ihr. Wie doof kannst du denn sein? Batz, in die Fresse, so. Jetzt werde ich aber langsam aggressiv. Ja, ruf doch noch ein paar hundert. Zack. So, dich hab ich. Aber das ist ja hier bei denen wie mit den Wespen im Sommer. Wenn du eine killst, kommen drei zur Beerdigung. Und so ist das hier auch. Bringst du einen um, kommen drei neue Wachen. Bisschen übertrieben in dem Spiel, aber nun ja, ich kann es nicht ändern. Zum Ende hin darf es ja ruhig ein bisschen schwieriger werden, aber schwieriger heißt für mich jetzt nicht, dass dann auf einmal 10 Wachen hier stehen anstatt 4. So, nun mach mal, Alter, ihr. So. Möchte irgendwer mal angreifen? Nicht, dann tue ich das. Hallo? Der trifft ihn noch nicht mehr, der haut durch den durch, oder was? Nein, das lässt du auch. Wenn der eine nicht darf, darfst du auch nicht. Sag mal. Ja, aua. Da hinten steht auch schon der nächste parat, der sich einmischen will. Angreifen nützt bei denen aber auch schon nichts mehr. Ja, nur wenn sie genau gerade abgelenkt sind. Ansonsten kommt man durch die Deckung eh nicht durch. Deswegen muss man dann auch immer noch so blöd abwarten, bis die entweder angreifen oder wie er gerade auf dem Boden liegt. Zack. So, hier auch hinterher. Zack. Komm, du noch. In der Hoffnung, dass niemand mehr hinterherkommt. Das sieht gut aus. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. So, jetzt mach dich vom Acker, Alter, hier. Renn hier lang. Ecke rum. Vielleicht können wir uns auch noch irgendwo in Ruhe hinsetzen. Genau. Ihr seht lieb aus. Ihr tut mir nichts, gell?
Genau. So, und dann beenden wir nämlich auch hier die Folge. Und wie es weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.